Und statt bei den Ausgaben nun alle Formatierungen wieder von Hand vorzunehmen, machen wir schnell eine Kopie. Ich kopiere den ganzen Abschnitt der Einnahmen mit Befehl C oder eben Bearbeiten kopieren und setze sie weiter unten ein mit Befehl V oder Bearbeiten einfügen. Selbstverständlich haben wir jetzt für das Total zu wenig Platz. Wir ziehen das nach unten, indem wir den ausgewählten Abschnitt mit der gedrückten Maustaste weiter nach unten ziehen. Und jetzt werden einfach die Inhalte ausgetauscht. Alle Zahlen habe ich zwar jetzt übernommen, aber es bestehen noch einzelne Probleme. Einerseits müssen die Ausgaben trotzdem wieder eine Zeile nach oben. Ich wähle das mit der gedrückten Maustaste aus und wenn ich so an den Rand gehe der Zelle, erscheint dieses Handsymbol und ich kann es nach oben ziehen. Dann ist ganz wichtig, dass du hier also nicht nur die Zahlen eingegeben hast, sondern wie wir es oben gelernt haben, überall die Formel. Das solltest du unbedingt überprüfen. Was mir im Moment noch nicht gefällt, ist diese Spalte hier. Die sollte ebenfalls als Format die Buchhaltung haben. Jetzt siehst du ein weiteres Problem. Wenn es zu wenig Platz hat, dann kommt dieses Gartenhakzeichen, wie wir es in der Schweiz nennen. Ich ziehe es ein bisschen in die Breite und jetzt haben wir für diese Spalte auch genug Platz. Allenfalls können wir dafür diese hier etwas schmaler machen. Ungefähr so. Noch zwei Tipps zur Gestaltung. Nehmen wir an, du hast eine Zeile vergessen. So kannst du sie auswählen und über Einfügen Zeilen eine neue leere Zeile einfügen. Eine Kopie erstellen kann man, indem man eine Zeile oder einen Bereich auswählt und mit der gedrückten Alt-Taste vom Rand her, sobald dieses Händchensymbol erscheint, die Alt-Taste gedrückt halten. Das Handsymbol bekommt ein Plus und wenn ich jetzt ziehe und loslasse, so wird eine Kopie dieser Zeile nach unten gezogen. Das ist recht praktisch. Um jetzt diese Zeile wieder zu löschen, hast du wiederum verschiedene Möglichkeiten. Mit einem Rechtsklick kannst du entweder nur die Inhalte löschen, dann wird diese Zeile leer. Um jetzt aber diese Leerzeile zu eliminieren, müsstest du die andere Lösung wählen, wiederum Rechtsklick und hier jetzt Zellen löschen. Und jetzt wirst du gefragt, was dann gemacht werden soll mit dieser Zelle oder dieser Zeile. Hier sage ich Zelle nach oben verschieben und die Lücke wird wieder geschlossen. Also das noch zwei wichtige Tipps, so zum Kopieren einfügen, damit kannst du sehr effizient arbeiten, wenn du eben verschiedene ähnliche Daten immer wieder mal brauchst.